Ich glaube, das gilt über Taufe und Kirche hinaus. Eine wertfreie Erziehung kann es gar nicht geben. Das ist das größte Unglück, das ich einem Kind antun kann, wenn ich ihm keine Orientierung gebe. Insofern ist das, was ich für mich selbst als das Größte erkannt habe, wenn ich das einem Kind weitergebe, nur folgerichtig. Bischof Dr. Franz Peter Tepperst von Elst, geboren 1959 am Niederrhein als zweites von 5 Kindern einer Bauernfamilie. Er wurde mit 26 Jahren in Münster zum Priester geweiht, wo er später auch als Weihbischof wirkte. Seit 2007 ist er Bischof von Limburg. Warum glauben Sie an Gott? Ich bin in eine gläubige Familie hineingeboren worden, Gott sei Dank. Meine Eltern haben mir das vermittelt, meine Großeltern. Ich komme von einem Bauernhof am Niederrhein. Das Leben mit dem Kirchenjahr und das Leben mit dem natürlichen Jahr, gerade das findet ja im Kirchenjahr auch noch mal in besonderer Weise zusammen, also etwa Aussaat und Ernte, die Jahreszeiten, das Besondere jeder Jahreszeit. Das hat den Glauben meiner Großeltern, meiner Eltern sehr geprägt. Für meinen Vater war so dieses Einssein mit der Schöpfung Gottes, mit dem, was sich darin ausdrückt, ein ganz wichtiges Erlebnis von Glaube, von dem Bewusstsein, da ist einer, der dieses Leben, diese Erde geschaffen hat und der es lenkt. Ist es egal, ob man katholisch oder evangelisch getauft wird? Ich möchte es noch anders formulieren. Die Taufe hat die gleiche Wirkung, insofern als dass sie einen Menschen hineinholt in das Leben des dreieinigen Gottes. Getauft zu sein auf Tod und Auferstehung Jesu Christi, in die Fülle des Lebens in Gott, in den dreifaltigen Gott hineinzufinden. Insofern ist die gegenseitige Anerkennung der Taufe sicherlich ein großer Durchbruch in der Ökumene gewesen. Durch die Taufe anders als vorher? Die Taufe geschieht ja dadurch, dass ein Mensch mit dem Taufwasser übergossen wird und dazu dann die Taufformel gesprochen wird. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie sehen hier diesen schönen Acker. Stellen Sie sich vor, der würde kein Wasser bekommen. Nichts würde anfangen zu wachsen. Da, wo das Taufwasser über einen Menschen gegossen wird, wird gewissermaßen all das, was Gott in ihn hineingelegt hat, zur Entfaltung gebracht. Ich glaube, in diesem Bild wird noch mal deutlich, wie sehr die Taufe eines Kindes ein Beitrag dafür ist, dass ein Mensch so ins Leben hineinwachsen kann, dass sein Leben zum Segen wird für andere, für ihn selbst. Wann sind Sie selber getauft? 5 Tage nach meiner Geburt, am Fest der heiligen Katharina, am 25. November. Für mich ist das im Nachhinein ein Datum mit doch gewaltiger geistlicher Bedeutung immer gewesen aus dem Jahr Gottes, was er da zu meinem Leben auch unwiderruflich gesprochen hat. Aber auch als ich später dann erfahren habe, dass das Limburger Domkapitel an meinem Tauftag gewissermaßen mich zum Bischof gewählt hat. Die Sitzung fand an diesem 25. November statt. Und das sind dann doch noch mal auch Ereignisse, die im Nachhinein das eigene Leben noch mal stärker im Horizont der Taufe auch und des geschenkten Glaubens auch betrachten lassen. Es ist nicht die Vorliebe für einen bestimmten Geschmack oder Lifestyle oder sonst etwas, was Menschen in dieser Welt sonst so eher gesellig beieinander sein lässt, sondern es ist eine Verbundenheit, die sich von innen her gibt, aus dem, was uns im Glauben geschenkt worden ist. Und wo ich das begehe, persönlich mit anderen, wo ich mir innerlich vor Augen führe, wer ich bin, kann ich auch nach außen umso selbstbewusster auftreten. Aber was würden Sie dann sagen, wenn ich frage, wer sind Sie?
ich bin einer, der zu Jesus Christus gehört, der Jesus Christus als Herrn und Freund und Bruder für sein eigenes Leben entdeckt hat. Und davon möchte ich anderen künden. Das haben Sie auch in Ihrem Wahlspruch so niedergelegt? Ja, der bringt das ja zum Ausdruck. Alles, was ich schon so sagte, was mit Schutz, mit Segen zu tun hat. Ihr, die ihr auf Christus Jesus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Das ist unser Schutz, das ist unser Schmuck. Das kommt ja gerade in der Liturgie der Kirche, der Feier unseres Glaubens auch zum Ausdruck. Nicht zuletzt auch in den Gewändern, die wir tragen. Es geht ja nicht um Schick, um Mode, sondern es geht darum, dass Christus anschaulich wird, dass wir ihm unser Gesicht geben, aber wir zugleich sein Gewand tragen dürfen, dass wir zu ihm gehören. Oh ja, das ist ja wunderbar. Guten Morgen, hallo, bekannte und vertraute Gesichter, ja. Martin, guten Morgen. Felix, guten Morgen. Anna, guten Morgen, ja. Boote sind schon bereitet hier für unseren gemeinsamen Weg. Hier kann man sich schon die Hände dran werfen. Dankeschön. Hier ist noch eine. So. So, haben wir einfach Becher, ja. Lose drehen, ganz lose. Das Ganze Fussi. Ja, hier ist da. Ja. Aber zu Christus zu gehören, das ist ja heute unter Jugendlichen nicht unbedingt selbstverständlich. Oder wie erlebt ihr das? Ja, leider eigentlich. Viele unserer Freunde, die neigen sich ja der Kirche fast ganz ab und sagen von mir aus vielleicht an Weihnachten. Und dann reicht es auch wieder fürs ganze Jahr. Und das ist eigentlich eine erschreckende Erkenntnis, die man so in dem Freundschaftskreis leider machen kann. Aber man braucht ja Mut, ne, um das zu sagen oder auch davon zu sprechen, dass man sich engagiert im Leben der Kirche. Also es kommt, wie gesagt, es kommt aufs Umfeld drauf an. Mhm. Und ja, wenn man da so Rückhalt bekommt, dann funktioniert das schon ganz gut. Und es ist ja kein kritisches Umfeld da, wo man sich bewegt, sondern es ist ja wirklich was, wo man was Gutes tut und ja, wo man sich gerne engagiert. Mhm. Toll. Ja, zu Christus gehören oder Christ zu sein, das ja, ist halt eigentlich toll, also Teil also einer Gemeinschaft zu sein und auch wirklich ja, Leute zu haben, die auch einem im Rücken stehen und einem auch Halt geben und immer wieder zeigen, dass man dazugehört. Und ja, und es ist halt einfach ein tolles Gefühl, wirklich auch so dazu zu gehören, wie jeder andere auch, Teil dieser ganzen Gesellschaft zu sein. Ja, natürlich dann die Gemeinschaft in Christus und im Glauben. Und Christus als eine Art Vorbild zu sehen, wie er gelebt hat und was er gemacht hat und gehandelt hat. Und natürlich dann auch die kirchlichen Werte dann ein Stück weit mitleben. Ja, und das Schöne ist eben, dass wenn man jetzt im Gottesdienst zusammenkommt, dass eben alle gleich sind vor Gott. Und egal, wie viel jetzt die Eltern verdienen oder wie viel, wie man eben gesellschaftlich angesiedelt ist und was man eben kann oder was man leistet in der Gesellschaft, dass man eben gleich ist vor Gott und eben auch so vor Gott treten kann, wie man eben ist. Und keine Unterschiede dort gemacht werden. Das ist sehr wichtig für mich. Ja, ich finde es eben auch wichtig, dass wir vor Christus alle gleich sind. Und was ich auch, was sehr vorbildhaft für mich ist, ist vor allem diese Nächstenliebe, die dadurch deutlich wird, weil es auch heute in unserer Gesellschaft oftmals ein wenig zurückgestellt wird. Und diese Nächstenliebe, die Jesus vorgelebt hat, die finde ich sehr beachtenswert und die gibt Halt und ermutigt auch, genauso zu handeln. Ich finde das toll. Das ist für mich immer ein Glaubenszeugnis, was mich selbst ermutigt, wenn ich höre, dass jungen Menschen der Glaube so viel bedeutet, wie er das gerade jetzt zum Ausdruck gebracht hat. Das tut meinem eigenen Glauben gut. Wir leben ja immer auf das Zeugnis und glauben auf das Zeugnis anderer hin. Und von anderen zu hören, dass es denen etwas persönlich bedeutet, das sagt mir auch, dass ich mit meinem Glauben auf der richtigen Spur bin. Zu sehen, dass junge Menschen diesen Glauben mitteilen, das heißt für mich auch, dieser Glaube geht weiter in die nächste Generation hinein. Insofern seid ihr so wichtige Zeugen auch in einer Zeit mit so viel Veränderung. Vielen Dank dafür.
Was ist jetzt die Bedeutung von Wasser für die Taufe? Das Wasser ist Zeichen dafür, dass Gott Leben schenken will. Wasser hat reinigende Kraft. Es geht darum, das reine Herz zu bekommen. Der Prophet Ezechiel spricht davon, dass Gott uns allein schenken kann. Immer wieder diese Reinheit des Herzens zu gewinnen, ist nur möglich, weil Gott sie uns geschenkt hat, weil er uns reingewaschen hat von der Erbschuld. Aber warum muss jetzt ein Kind von Bösem gereinigt werden? Ein Kind hat noch nichts Böses getan. Aber wir Menschen werden auch schon als Kinder eben hineingeboren in eine Welt, in der es Ungerechtigkeit gibt, in der es Zusammenhänge gibt, zu denen wir persönlich vielleicht noch gar nicht beigetragen haben, aber die gewissermaßen so sind, dass sie andere Menschen im Leben behindern, etwa die ungerechte Verteilung der Güter auf dieser Erde. Und dass wir durch solche Zusammenhänge, Verstrickungen, die es gibt, nicht in den Abgrund gezogen werden, sondern zum Leben bestimmt sind und daran mitarbeiten können, dass sich auch etwas verändert in dieser Welt, dass die Lebensbedingungen für die Menschen gerechter werden. Das wird gewissermaßen durch die Reinigung in der Taufe bewirkt. Kann man sagen, von sich, ich bin ein guter Mensch? Können Sie das sagen? Ich bin ein Mensch, der immer wieder der Erneuerung bedarf, die aus der Taufe geschenkt wird. Aber ich habe eine begründete Zuversicht, dass Gott mir da, wo ich offen bin für ihn, immer wieder diese Möglichkeit zur Erneuerung gibt. Und wo ich das ernst nehme, merke ich auch, dass in mir eine größere Freiheit wächst. Die Freiheit davon, bestimmte Dinge nicht zu wollen, nicht tun zu müssen, nicht von solchen Zusammenhängen, die es gibt, die Leben beeinträchtigen können, gewissermaßen aufgefressen zu werden, sondern ja, die Freiheit, die Kraft zu sagen, ich will das Gute und dazu stehe ich. Erklären Sie es mir nochmal, was wirklich frei sein für Sie bedeutet. Es ist einfach diese Freiheit, den Entwurf, den Gott von meinem Leben hat, immer mehr leben zu können. Und das geschieht da, das ist ja eine innere Bewegung, wo ich ihm Raum gebe. Da wird immer mehr von meinen Gedanken, von meinen Kräften, von meiner Zeit, von ihm her gefüllt. Wenn sie ihm gehört, dann komme ich dadurch selber weiter. Und das glauben Sie wirklich? Ja, sonst würde ich es nicht so sagen. Das ist eine Erfahrung, die ich ja im Gebet mache. Das Gebet ist eine Quelle der Kraft. Es ist die Erinnerung ja an Taufe, an das, was mir geschenkt ist. Auch ein Gebet ist ja nicht voraussetzungslos. Es knüpft an das an, was in mir an Glaube gewachsen ist. Und da, wo ich die Tiefe im Gebet finde, da merke ich, ich werde innerlich bewegt. Ich komme auf dem Weg, den ich gehen möchte, leben möchte, ein Stück weiter. Die Taufe ist das, was als Kraft des Geistes mich bewegt, mich antreibt, muss man so zu sagen. Aber Taufe ist dann also wie ein Fundament. Das hat auch mit Freiheit des Glaubens zu tun, ein Standvermögen zu haben, eine Standfestigkeit zu finden, nicht von allem Möglichen umgeweht zu werden, was es an Meinung, auch was es an Kritik gibt, sondern zu wissen, mein Leben ruht auf einem Fundament, das bricht nicht ein, das trägt. Und wie wunderbar ist das hier zu sehen, dass unsere Kirche auf diesem Fundament des Glaubens gebaut ist. Das ist ein Gedanke, der hat mich hier an Limburg von Anfang an fasziniert. In meiner ersten Predigt im Dom habe ich davon gesprochen bei der Einführung. Es ist die Kirche auf dem Felsen. Wir Christen sind auf einem Fundament des Glaubens gebaut, von dem wir wirklich wissen dürfen, das trägt, das stürzt nicht ein. Das ist verlässlich, das zeigen 2000 Jahre Kirchengeschichte mit Höhen und auch vielen Tiefen. Das hat es immer gegeben. Aber Gott trägt seine Kirche und die Wirkung der Taufe, dass wir zur Gemeinschaft der Erlösten gehören dürfen, das wird mir gerade angesichts eines solchen Bildes auch noch mal sehr dankbar bewusst. Und was ist dann die Rolle der Gemeinschaft? Als Christ kann ich nicht alleine glauben. Ich brauche zum Glauben die anderen. Deswegen hat Jesus die Kirche gegründet. Gemeinschaft gehört zum Wesen unseres christlichen Glaubens. Der französische
Dichter, Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry hat einmal gesagt, eine Gemeinschaft, das ist nicht die Summe an Interessen, das ist die Summe an Hingabe. Ich glaube, das beschreibt sehr treffend, worum es uns Christen bei der Gemeinschaft des Glaubens geht. Und warum ist dann die Aufnahme in der Kirche notwendig bei der Taufe? Weil ich als Christ nicht alleine glauben kann. Und weil die, die getauft werden, hier erfahren können, andere stehen mir zur Seite. Ich kann auf den Glauben anderer hin glauben. Das ist ja schon nach Ostern so. Das Zeugnis der Auferstehung vermittelt sich den Jüngern, weil es die jeweils anderen ihnen auch bezeugen. Wir haben den Herrn gesehen, heißt es immer wieder. Und das müssen wir einander sagen. Und dafür brauche ich als Christ immer auch die anderen, die mir das glaubhaft vermitteln, dass sie den Herrn gesehen haben. Und das ist genauso mein Dienst, meine Aufgabe, meine Berufung, das zu sagen. Und wie wir uns das gegenseitig schenken, da wird Kirche Zeugengemeinschaft. Das ist Tauferinnerung. Beim Betreten der Kirche das Taufwasser zu nehmen und sich daran zu erinnern, was mir geschenkt worden ist im Glauben. Die Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und es wird konkret, wenn wir hier an den altehrwürdigen Taufbrunnen unseres Domes begehen aus dem 13. Jahrhundert. Er zeigt hier in wunderbarer Weise, dass Jesus selbst in die Fluten des Jordan gestiegen ist. Und der Himmel sich öffnete, der Geist in Gestalt einer Taube auf ihn herabkam und die Stimme aus dem Himmel zu hören war, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Das sagt Jesus jedem von uns in der Taufe. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist das geliebte Kind Gottes. Auf dich setze ich, mit dir rechne ich, dich stütze ich. Dich umgebe ich mit meiner Liebe, mit meiner Güte, mit meiner Gegenwart. Jetzt sind Sie der ehrwürdige Bischof wieder in Ihrer eigenen Kirche, weil Taufe mit Gemeinschaft und Kirche zu tun hat. Man kann das Wesen unserer Glaubensgemeinschaft eigentlich hier bei uns in diesem wunderbaren spätromanischen Dom sehr schön sehen. Das Walsdorfer Kreuz, es kommt aus der Zeit, als dieser Dom gebaut wurde, ein romanisches Kreuz. Es zeigt Christus als den Leidenden mit den Blutstropfen am Körper. Und es ist zugleich der, der das Leiden schon hinter sich gelassen hat, der Auferstandene. Dieser gelassene Gesichtsausdruck, der so viel Ruhe verströmt, bringt das zum Ausdruck. Etwas, das wir Christen in jeder Feier der Eucharistie geschenkt bekommen. Wenn wir den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern, wenn wir bekennen, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und diese Taufkerze? Das ist meine eigene Taufkerze, die vor fast 51 Jahren zum ersten Mal entzündet wurde, die dann bei den Sakramenten, die ich im Laufe meines Lebens empfangen durfte, auch gebrannt hat, bei der Erstkommunion, bei der Firmung, bei meiner Priesterweihe. Und auch bei meiner Bischofsweihe. Und das ist ja Auftrag, den wir Christen auch haben vom Herrn, dass wir da, wo wir seine Gemeinschaft im Sakrament der Eucharistie empfangen haben, dass wir gesandt sind, dass wir hinausgehen in die Welt und das Licht zu den Menschen tragen, dass wir als Lichter in dieser Welt leuchten.